Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Come Deliverance. Beim letzten Mal, ja, haben wir mal eine ganz ruhige Folge gemacht. Wir haben ein paar Nachtigallen gejagt und in der heutigen Folge wollen wir uns auf in Richtung Uschitze machen. Und ja, ich würde sagen, wisst ihr, was wir da mal machen? Wir können da nebenbei mal bei Neuhof vorbei und wir können auch mal hier vorbei. Hier sind wir mal vorbeigeritten, das ist so eine Taverne, die Schenke zur Waldwiese. Da waren wir ja aber noch nie wirklich. Ich glaube, da sind wir halt mal vorbeigeritten damals, als wir die Neuhof-Geschichte hatten. Da sind wir da mal nachts durchgeritten, das weiß ich noch. Mist, schade. Ich dachte, vielleicht kann ich schon wieder was essen. Aber ich glaube, bei Neuhof gibt es auch was zu essen. Und ja, beziehungsweise an der nächsten Schenke gibt es doch was zu essen. Und dann werden wir mal schauen, vielleicht gibt es da ja auch noch ein paar Aufträge, da gibt es ja bestimmt auch den Wirt und vielleicht hat der ja auch noch eine Information für uns, ob es einen Auftrag gibt. Vielleicht hat der Wirt hier ja auch gleich noch eine Information für einen Auftrag, mal schauen. Hier ist zumindest jetzt mal ausnahmsweise nichts markiert, aber wie gesagt, als das letzte Mal was markiert war, haben wir ja, oh hier gibt es gar keinen Topf, haben wir ja auch, haben wir ja trotzdem nichts gekriegt. Wo ist denn der Wirt? Wer ist denn hier der große Wirt? Bist du es? Nee, bist du nur ein Bürger? Dorfbewohner? Ich meine, wir könnten ja auch Würfel spielen, aber das bisschen, was wir jetzt an Gold kriegen würden durch einen Würfel, lohnt sich gar nicht mehr. Wer bist du denn eigentlich? Auch nur ein normaler Bürger. Da ist die Schankmaid auf jeden Fall. Ist noch eine. Ah, guck mal, hier ist ein... Nee, aus dem darf ich nicht essen. Ah, aus dem dürfte ich essen. Ja, ja. Aus dem Topf dürfte ich essen. Bin ich bei 75 schon? Okay, ich warte noch ein bisschen. Ich warte noch ein bisschen. Wo ist denn aber der Wirt? Keine Ahnung. Ja gut, dann scheiß drauf. Dann halt nicht. Hätte ja sein können, dass man hier noch ein paar Infos kriegt. Tja, wenn der Wirt nicht will, dann will er nicht. Gut, dann weiter in Richtung Neuhof. Ich müsste auch mal irgendwie mich nochmal sauber machen. Wir sind halt beim letzten Mal durch den Wald gestiefelt. Kein Wunder, dass wir da dreckig geworden sind. Wobei ich mich halt aber auch fragen muss, wie wir an allen, also warum wir auch am Oberkörper so mega dreckig geworden sind. Weil, ich meine, wir sind halt nur durch den Wald gestiefelt. Ich meine, dass unsere Schuhe und vielleicht auch unsere Handschuhe dreckig geworden sind, weil wir ja auch ein bisschen was auf dem Boden berührt haben und so weiter. Okay. Aber dass unser Helm auch so vor allem so dreckig geworden ist. Gut, ich meine, klar, ein bisschen Staub, aber trotzdem. Ich bitte euch. Apropos, ich will mal eine Sache ganz kurz testen. Ich habe immer noch den Buff dafür. Ich verstehe nicht, warum ich immer noch den Buff für saubere Kleidung habe. Irgendwie scheint er verbuggt zu sein. Als ich damals saubere Kleidung hatte, hat er nicht funktioniert und jetzt hält er. Scheinbar muss man den irgendwie einmal erst aktivieren, aber dann hält er scheinbar auf ewig. Oder vielleicht gilt das erst nach einer bestimmten Zeit, damit man den nicht automatisch wieder verliert und nicht automatisch bekommt, wenn man sich, damit man sich wahrscheinlich nicht waschen kann, dann in ein NPC-Gespräch geht, sondern dass man erst für eine bestimmte Zeit sauber sein muss. Und genauso gilt das dann vielleicht auch in die andere Richtung, dass man erst für eine bestimmte Zeit dreckig sein muss, damit man den wieder verliert. Sodass man halt nicht, wenn man quasi sich gewaschen hat, eine Weile sauber geblieben ist, dass man dann zu einem NPC geht und plötzlich halt wieder dreckig ist und den Buff verliert. Vielleicht ist das halt auch so gedacht, ich weiß es halt nicht. Vielleicht geht es auch so um die generelle Sauberkeit. Vielleicht gilt halt auch, weil wir als Personen noch ein bisschen sauber sind, geht das vielleicht auch noch. Meine, wir stinken dann zum Glück ja wahrscheinlich nicht. Kann ja auch sein. So, wo war denn der Eingang zu Neuhof eigentlich? War noch ein Stück weiter, ne? Der Hof war größer, als ich das in Erinnerung hatte. Die ganzen Häuser ja am Anfang, kannte ich gar nicht mehr. Aber wir waren damals ja auch einfach nur Bernard hinterher geritten, ne? Ich meine, hier könnten wir theoretisch auch ein neues Pferd kaufen. Das ist ja, glaube ich, auch... Ich meine, inzwischen haben die ja wahrscheinlich wieder welche, ne? Okay, die sind alle nicht zum Verkauf. Ich habe fast das Gefühl, das sind die ganzen Pferde, die damals die Wachen mitgebracht haben. Ah ja, guck mal. Hier gibt es halt auch einen Pferdeladen. Hallo, na, wie geht's dir so? Ich meine, ich könnte ein Pferd... Reiten kann man wahrscheinlich bei ihr lernen, ne? Na gut, das brauche ich nicht. Brauchst du bei irgendwas eine helfende Hand? Allerdings. Nach allem, was passiert ist, weiß ich kaum, wo mir der Kopf steht. Ich muss aufräumen, neue Stallburschen einstellen. Nur wofür, frage ich mich. Es ist hoffnungslos. Niemand wird mehr von mir kaufen. Unser bester Kunde war Herr Divisch von Tallenberg. Er hat gut für unsere Pferde gezahlt. Aber nun, da mein Mann ermordet wurde, kauft der hochverehrte Herr nicht mehr. Obwohl wir immer noch ausgezeichnete Pferde haben. Warum kauft er dann nicht mehr? Ich weiß nicht. Aber vielleicht findest du es heraus. Nimm unseren Apfelschimmel und führe ihn Herrn Divisch vor. Er ist ein stattlicher Hengst. Etwas wild. Aber Herr Divisch, oder?
Ist Herr Divisch etwa der stattliche Hengst? Nein. Natürlich der Apfelschimmel, okay, aber warum gerade ich? Warum ich? Und nicht du selbst oder ein Stallbursche? Ich brauche alle Stallburschen hier. Und außerdem hört der hohe Herr eher auf dich. Ich vertraue dir eben. Okay, das ist ja auf jeden Fall nett. Wie wäre es mit einem Rennen, was? Du könntest bei einem Rennen antreten. Bei einem Rennen? Ist das dein Ernst? Ich bin doch nicht übergeschnappt. Ich habe noch etwas Würde übrig. Nein, nicht du selbst. Ich meine ein Pferderennen. Und vom Gewinner kauft Herr Divisch dann. Ach so. Und ich dachte schon, ich soll mit meinen klapprigen Beinen schneller als die jungen Hüpfer rennen. Ja, genau. Aber okay, ich kann es ja versuchen. Gut, ich frage Herrn Divisch. Vielleicht erfahre ich, warum er nichts mehr kauft. Das wäre furchtbar lieb von dir, Junge. Bitte entsende meine besten Grüße. Ich meine, wir müssen ja eh dahin. Machen wir halt erst zu Herrn Divisch von mir aus. Ist die Quest direkt markiert? Ganz blöd gefragt. Da, ja, okay. Dann gucken wir mal. Muss ich den Sattel selbst kaufen? Ach, der ist schon gesattelt. Sie meinen, ich soll ihn satteln. Na gut, was kannst du denn? Oh, bist halt besser. Oh, Geschwindigkeit ist deutlich höher, guck mal. Und die Ausdauer auch. Mensch, Pebbles, Mensch, so langsam. So langsam weiß ich nicht mehr, ob ich dich behalten will. So wie ich das hier sehe. So, auf in Richtung Tallenberg. Wo ist, wie breite ich da am besten? Ja, hier links. Tatsächlich an der, an der Taverne tatsächlich vorbei. Aber wie gesagt, da werden wir uns dann später umsehen. Hier einmal durch den Wald. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht überfallen werde auf dem Weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt tatsächlich so reiten, weil es halt nicht unser Pferd ist. Oh, Alter, das fühlt sich gleich ganz anders an. Der geht viel schneller ab als Pebbles. Muss man dann doch mal fairerweise sagen. Der geht halt doch schon deutlich flotter ab. Ja, ich würde sagen, wir reiten einmal. Ich meine, wir können ihn ja mal kurz einreiten. Ja. So. Alter, er geht richtig ab, der Gute, ey. Ah, Mann. Ich meine, ich mag Pebbles. Aber wenn ich das so spüre, dann wäre ein neues Pferd vielleicht echt nicht schlecht. Er geht halt richtig ab, der Gute. Ich meine, wenn wir so ein Pferd hätten. Ah, es tut mir halt immer so leid. Man baut ja auch so eine gewisse. Oh, ist das ein Topf da? Man baut ja auch so eine gewisse Bindung zu seinem Pferd auf, ne? Bin ich schon soweit? Ja. Bin ich jetzt eigentlich schon an der Stelle vorbeigeritten oder kommt die noch? Oh, ich bin schon lange an der Stelle. Der ist so schnell, ich bin schon an der Stelle vorbeigeritten. So, ja, ja. Ja. Irgendwo rechts ab muss es gehen. Aber es fühlt sich schon ganz anders an. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so mitkriegt beim Zuschauen, aber man merkt das auf jeden Fall, dass der viel schneller ist. Ich meine, der hatte sogar, glaube ich, auch mehr Mut, ne, als Pebbles. Das heißt, wir werden nicht so schnell von irgendwelchen Banditen runtergerissen. Der hat mehr Ausdauer, das heißt, wir können länger sprinten. Gilt der jetzt eigentlich mal ganz blöd gefragt, wenn ich den jetzt reite? Ich will noch mal was wissen. Ist das jetzt das Pferd? Nee, das ist trotzdem Pebbles, okay. Warum ist denn eigentlich mein Sattel kaputt? Ganz blöd gefragt. Gewöhnlicher Sattel, eine Tasche. Vielleicht können wir da auch mal einen neuen kaufen. Gewöhnliches... Gewicht 2. Ja, wenn wir da wahrscheinlich weniger kaufen, sind wir auch... weniger draufhauen, sind wir auch schneller. Aber ich glaube, das Ding hier gibt Mut, ne? Oder? War das das? Irgendwas davon gab Mut, weil der hat Mut 15, der Gute. Ich dachte eigentlich, das sind die Dinger hier, die Schabracken, die Mut geben. Na, ich bin mir auch nicht sicher. Ja. Im Endeffekt geht es auch ein bisschen ums Aussehen, ne? Oh, hier rum? Ach, ich bin super schlecht gerade darin, mir zu merken, wo ich eigentlich langreiten will. Hallo, Achtung, der weiße Blitz kommt hier vorbei. Ich meine, fairerweise, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich weiß halt, wir haben halt einen Geschwindigkeitswert. Wenn wir eine schwerere Kleidung anlegen, werden wir langsamer. Ich weiß gar nicht, ob das auch quasi für unser Inventar gilt. Je mehr wir im Inventar haben, ob wir dann langsamer werden tatsächlich. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass es an der Rüstung liegt, die wir anhaben. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich auf dem Pferd eine geringere Rüstung anhabe, ob der dann auch schneller wird. Ich meine, klar, es wäre logisch. Ich weiß halt nur nicht, inwieweit tatsächlich der Realismus dann wirklich angebracht ist. Weil du musst ja alles so auch reinprogrammieren, ne? Und ich meine, gerade bei sowas denkt man vielleicht auch nicht sofort dran.
Weil das vielleicht ja auch jemand anders zuerst überhaupt die Idee vielleicht mit der Geschwindigkeit im Generellen hatte und das nicht dem Typen erzählt hat, der die Pferde gemacht hat. So nach dem Motto meine ich, falls ihr versteht, was ich meine. Aber der geht echt gut ab, der Gute. Den würde ich fast kaufen. Weiß nicht, ein Schimmel ist da natürlich was ganz anderes, aber hat schon was. Jetzt reiten wir hier schon. Hier reitet man auch dauernd lang über diese eine Brücke, ne? Über diese eine Brücke reitet man so oft. So, dann. Hier gab es auch. Ach, warte, gegessen habe ich ja schon. Ich wollte gerade sagen, hier gab es doch auch einen Topf, aus dem ich essen kann. Aber hier habe ich schon gegessen. Wobei ich gar nicht weiß, ob inzwischen schon ein Tag wieder vergangen ist. Wie gesagt, ich finde es halt. Also, ich muss halt ganz ehrlich sagen, das mit dem Essen. Also, es wird ja wahrscheinlich Kingdom Come Deliverance 2 irgendwann geben. Kann ich ja jetzt schon mal ein bisschen was drum erzählen. Es gibt so ein paar Sachen, die sie vielleicht mit der Zeit mal ändern sollten. Also es gibt viele gute Ansätze auf jeden Fall. Ich denke, da werde ich dann natürlich am Ende noch ein bisschen was zu sagen. Aber es gibt auch viele Sachen, die unbedingt noch ein bisschen Feintuning brauchen. Sowas ist halt zum Beispiel das Essen. Also ich meine, klar, Realismus ist halt schön und gut, dass das Essen innerhalb eines Tages quasi verschimmelt im Inventar, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jeden Tag die Mühe machen muss, quasi das Essen zu kaufen, habe ich halt auch keinen Bock drauf. Und wenn es halt sogar Töpfe in der Welt gibt, dann... Ich weiß halt fairerweise nicht, es gibt ja noch einen Hardcore-Modus, ich weiß halt jetzt fairerweise nicht, ob vielleicht einfach im Hardcore-Modus die... Ist das hier Uschitze? Oh ja, ich bin zum falschen Punkt geritten. Weil der hinter dem Roten war. Verdammt. Ah, siehst du, ich habe die Stadt auf jeden Fall erkannt, das Dorf. Ja, so viel, wenn man sich halt nicht genau konzentriert, wo man hinreitet. Na, das habe ich doch noch in der letzten Folge gesagt. Ich finde es gut, wenn Quests einen auch mal ein bisschen selbst überlegen lassen und man nicht einfach einem Icon hinterher reitet. Eine Sache muss ich da aber nochmal sagen. Ich meine, mir ist es, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil es mir jetzt gerade quasi, weil es für mich gerade jetzt sogar schlimmer wurde. Aber ich finde es gut, das ist eins der ersten Spiele, wo man wirklich mehrere Nebenquests auch auf der Karte markieren kann. Das ist etwas, was mich bei so vielen Spielen immer stört, gerade bei diesen ganzen riesigen Open-World-Spielen, wo du halt 50.000 Quests kriegst, aber du darfst immer nur eine gleichzeitig markieren. Dabei willst du vielleicht auch Sachen, die halt mal irgendwie in der Nähe sind, vielleicht auch mal gleichzeitig markieren, damit du nicht ständig wieder ins Menü musst. Ich glaube, das war jetzt hier nicht der beste Weg, aber hey. Damit du nicht ständig wieder ins Menü musst. Also das muss ich sagen, es ist halt toll, dass es endlich mal ein Spiel hingekriegt hat, dass man mehr als eine Quest markieren kann. Ich weiß nicht, warum erst Kingdom Come Deliverance auf diese Idee gekommen ist. Vor allem, man kann ja nicht mal nur 3 Quests markieren, mit der Hauptquest kann man ja sogar 4 Quests markieren, ne? Das ist ja schon, es ist halt schon ein guter Luxus und ich finde, es ist halt auch etwas, wo ich bis heute nicht verstehen kann, warum das so wenige Spiele machen, weil es sollte heutzutage eigentlich kein Problem mehr sein. Und wie gesagt, ich meine, früher war es nicht zwingend nötig. Muss man halt auch fairerweise dazu sagen. Früher war es nicht zwingend nötig, weil die meisten... weil die meisten Spiele halt... Ich muss nach Thallenberg, ne? Wo war denn der Eingang von dem Ding? Ich glaube, da muss ich da hoch. Weil die meisten Spiele halt gar nicht so viele Quests hatten. Da brauchtest du halt nicht mehr. Da brauchtest du ja teilweise nicht mal Marker. Also früher gab es ja auch gar keine Marker. Aber mit den größeren Welten und den immer mehr Quests... Gerade durch die immer mehr Quests, wodurch du halt irgendwann die Übersicht verloren hast, was du jetzt eigentlich alles bekommen hast, waren dann Marker halt schon ganz wichtig, weil du halt dann auch einmal eine Quest mehrere Tage liegen gelassen hast und wenn du dann nicht mehr weißt, was eigentlich erzählt wurde, ist das halt immer so ein gewisses Problem, ne, wo man hin sollte. Zumal man sich dann auch die Zeit gespart hat, jedes Mal eine Wegbeschreibung zu geben. Muss man halt auch sagen, das ist ja wahrscheinlich die eigentliche Idee dahinter gewesen. Aber ja, dass es bis 2018 gedauert hat, bis mein Entwickler darauf kam, hey, es wäre doch mal cool, wenn man mehr als eine Quest markieren könnte. So, du gehst durch den Apfelschimmel durch. Muss ich den hier irgendwo abstellen? Ah, okay, toll, danke, echt. Ach so, wo ist denn der Typ? Ihr habt den doch Der hier ist vom Neuhofer gestützt. What the fuck? Gib bitte gut auf ihn Acht. Wem habe ich das jetzt gesagt? Okay, never mind. Dann jetzt mit Herrn Divish sprechen. Welcher ist denn das jetzt eigentlich? Ah, das ist der Apfelschimmel, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, Divish ist immer noch ein weiter oben. Da können wir auf jeden Fall ja auch erstmal... Ich glaube, der ist noch ein weiter, ne?
die Geschichte mit den anderen Sachen abgeben. Hallo, Herrin Stefanie. Awkward. Ich habe gute Neuigkeiten, Herr. Die Ursache des Problems war das Kloster selbst. Es hatte nichts mit dem Steinbruch zu tun. Und was ist mit dem Bau? Wird fortgesetzt. Der Gehilfe des Baumeisters trug die Schuld an allem. Er ist aus dem Weg, also geht die Arbeit nun weiter. Sehr gut. Du hast die Aufgabe großartig gemeistert, Heinrich. Dafür verdienst du eine Belohnung. Hab Dank, Herr Divisch. 150 Groschen, das war nicht so viel. Okay, wollte schon sagen. Das mit Pribislavitz werden wir mal später ansprechen. Jetzt erstmal. Mein Herr, ich bringe Grüße von Smils Witwe Sora vom Gestüt in Neuhof. Sora. Arme Frau. Ihren Mann auf so eine Art und Weise zu verlieren. Was kann ich für Sie tun? Sie entsendet ihre besten Grüße und fragt, wenn du erlaubst, warum du in Neuhof keine Pferde mehr kaufst. Ich kaufe meine Pferde jetzt in Uschitze. Nichts gegen Sora und ihre Leute. Aber es ist offenkundig, dass sich das Gestüt nach der Tragödie nicht mehr erholen wird. Ich bin nicht geneigt, meine Rösser von einem Gestüt zu beziehen, das von einer Frau geleitet wird. Gewiss verstehst du das. Die Stallmeisterei ist Männersache. Na, wenn du das sagst, ich kann mit ihren Pferden argumentieren. Was, er hat null auf Redekunst? Ich argumentiere mit ihren Pferden. Ihre Pferde? Es sind schöne, kräftige Tiere, mein Herr. Makellose Hufe, gute Zähne, saubere Ohren. Aus Uschitze bekommst du bestimmt keine besseren Pferde. Du scheinst eine Menge über Pferde zu wissen. Ja, bestimmt. Wenn du wahr sprichst, habe ich vielleicht eine Idee. Wir veranstalten ein Pferderennen. Und wessen Pferd besser abschneidet, von dem kaufe ich. Ich hoffe, du trägst die Farben Neuhofs. Sieht ganz so aus. Ich habe das Pferd schon ausgesucht. Ausgezeichnet. Oh. Berichte meinem Stallmeister davon. Indessen überbringe ich die Kunde an die Reiter anderer Ställe der Gegend. Das wird ein richtiges Ereignis. Na, ich weiß ja nicht so recht. Wie gesagt, das mit Pribislavitz machen wir mal noch. Ich würde halt erstmal jetzt die eine Sache zu Ende machen, bevor wir die nächste wieder annehmen. Wir merken uns das aber mal mit Pribislavitz. So, ich mache mich mal ganz kurz ein bisschen sauber wenigstens. Ich sah schon ganz schön schlimm aus. Ich weiß nicht, so gut bin ich. Eigentlich, ich glaube, ich habe einen relativ hohen Reitenwert, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Ich habe Reiten 12. Ich glaube, da sind die 5 schon eingerechnet, weil ich glaube, so oft hatte ich jetzt Reitenbonus noch nicht gekriegt. Obwohl, minimale Stufe brauche ich jetzt. Ich weiß halt nicht. Ich weiß, die Sporen bringen uns halt 5 extra Reitenpunkte. Ich weiß jetzt nicht, ob die 12 das Maxim das schon sind oder ob der Bonus noch dazukommt. Da bin ich mir halt gerade gar nicht so 100% sicher. Ich meine, ich kann es doch einfach mal gucken. Leg doch einfach mal die komischen Sachen ab. Das würde auch erklären, okay. So. Was habe ich jetzt noch für ein Reiten? Ich habe immer noch einen 12er Reitenwert. Okay. Das heißt, das kommt dann immer noch hinzu, das Ganze. Das heißt, ich habe einen 17er Reitenwert. Ich frage mich halt, was ich halt nicht ganz weiß, ist, was ein 17er Reitenwert ausmacht. Ob das Pferd dann weniger schnell, ob das einfach nur für unsere Ausdauer gilt. Oder ob das Pferd dann vielleicht auch schneller ist. Da bin ich mir halt nicht sicher. Du stehst ja auch gut. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Ja, und zwar. Herr Divisch schickt mich wegen des Rennens. Rennen? Ja, ich soll dir ausrichten, dass er ein Pferderennen veranstalten will. Er selbst wird die anderen Reiter und Ställe benachrichtigen. Wohl wahr. Die Tallenberger Strecke ist schon lange keiner mehr geritten. Die Leute brauchen etwas Aufmunterung. Aber was hast du damit zu tun? Sora schickt mich. Sie möchte erreichen, dass der hohe Herr die Pferde bei ihr kauft. Sora? Sie ist vom Neuhofer Gestüt, nicht wahr? Ja. Ich hoffe inständig, dass du für sie gewinnst. Nach all dem Pech verdient Sora etwas Glück. Kennst du eigentlich die Regeln? Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Nein. Wir erklären dir vor dem Start, wo die Pfähle stehen und in welcher Reihenfolge du sie erreichen musst. Es gibt keine feste Strecke. Du kannst deinen Weg selbst wählen. Dafür sollte man die Landschaft gut kennen. Du musst von jedem Pfahl ein Band erbeuten. Sobald du alle hast, reitest du zurück. Wenn du als Erster zurück bist, gewinnst du. Verstanden? Das heißt, ich kann querfeld einreiten. Scheiße. Ich sehe mich schon querfeld einreiten und dann an irgendeinem Busch hängen bleiben. Verstanden. Nun gut. Aber so ein Ereignis braucht Zeit, bis es geplant ist. Bring den Apfelschimmel morgen Mittag zum Tor des Burgvorhofs. Dort ist der Start. Gut, danke. Morgen Mittag, okay.
Möge Gott mit dir gut sein. Wir könnten jetzt, wie gesagt, die Sache mit Pribislavitz werden wir mal noch ein ganz kurzes bisschen, kann ich den Apfelschimmel denn schon wieder... Ah, okay. Okay, morgen Mittag. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Wie gesagt, die Sache mit Pribislavitz werden wir auf jeden Fall noch angehen. Oh, es ist gar nicht so früh. Wir können mal nochmal bei... Hier war, glaube ich, auch noch irgendwo ein Wirt, ne? Wenn ich mich nicht irre. Vielleicht hat der ja auch noch ein paar Infos. Wie gesagt, über die Sache mit Pribislavitz werden wir sicher auch noch sprechen. Das möchte ich dann aber tatsächlich, ohne das jetzt schon zu weit anzubringen, in einer gesonderten Folge machen. Wir können ja mal beim Wirt... Ich meine, wir haben theoretisch hier auch einen... Bett, in das ich kostenlos kann, aber wir können ja mal zum Wirt und mal gucken, ob der noch ein paar Infos für uns hat. Vielleicht hat der ja noch eine Quest für uns. zumindest ist er markiert, wie gesagt. Eigentlich heißt das, dass die noch einen Auftrag haben. Kann natürlich aber auch sein, dass er uns vielleicht nur zu Divish schickt, der ja einen Auftrag für uns hat. Aber eigentlich sollte man da, glaube ich, die nicht markierten kriegen. Und wir müssen dann, wenn wir das nächste Mal in was drückt mich denn hier nach links? Und wir müssen dann, wenn wir das nächste Mal in Sasau sind, auch das letzte Stück vom Schwert mal klauen, ne? Fällt mir ein. Immer jetzt. Weil ja hier der eine Schwerttyp war, deswegen fällt mir das gerade wieder ein. Das müssen wir auch endlich mal zu Ende kriegen. So, Herr Wirt. Schön, dich zu sehen. Finde ich auch. Ist immer schön, mich zu sehen. Und wie läuft es so in Thalmberg? Ist alles friedlich hier? Das fragst du noch? Wilderer haben sich im Wald beim Gasthaus niedergelassen. Eine ganze Bande. Der Meisterjäger ist bald mit seinem Latein am Ende. Vielleicht braucht er deine Hilfe. Okay. Ist das nicht das Gasthaus hier? Seid ihr die Wilderer? Hier. Warte mal, der Jäger ist da, okay. Ah, jetzt ist er auch markiert, okay. Da können wir dann wahrscheinlich auch mal vorbeischauen. Ich würde aber sagen, das werden wir nach dem Rennen machen. Das werden wir nicht heute machen. Ich würde sagen, wir legen uns einfach schlafen. Wir machen jetzt das Rennen. So. Könnte ich hier irgendwo schlafen? Da lässt sich sicher etwas finden. Für wie lange? Eine Nacht, bitte. Nur die eine Nacht. Kein Problem. Aber du zahlst im Voraus. Ja, klar. Hier, bitte. Für zwei Feilschen. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Na, wenn du meinst. Und wo ist es? Wo kann ich schlafen? Auf dem Dachboden. Es gibt eine Tür neben dem Hühnerhaus. Dahinter ist eine Leiter nach oben. Dort ist alles für dich vorbereitet. Okay, danke. Tür neben dem Hühnerhaus. Mensch, wir haben so viel zu tun, dass wir hier tatsächlich jetzt noch eine Quest kriegen, hätte ich gar nicht gedacht. Aber okay, Tür neben dem Hühnerhaus. Ist das hier nicht das Hühnerhaus? Ach, nee, das meint er nicht. Ist das hier nicht das Hühnerhaus? Auf dem Dachboden, Tür neben dem Hühnerhaus. Das hier? Nee. Einfach hier rein. Ah, okay. Nevermind. Alles klar. Nee, hier ist aber gar kein Bett. Ah, er meint auch hier nicht auf der Bank schlafen, oder? Das wäre ja ein bisschen lächerlich, Freunde. Ah, dafür hätte ich jetzt nicht bezahlt. Dass ich jetzt hier auf der Bank schlafen darf. Tür neben dem... Oder meint er hier drin? Aber hier kann man nicht aufmachen, hier ist keine Klinke dran. Ja, ich suche mal kurz mein Bett. Sehen uns gleich wieder. Ah, warte, ich glaube hier vorne ist von wegen gleich wieder. Ich glaube hier ist es ja markiert jetzt sogar das Bett. Ah, okay. Nee, hä? Das ist wirklich, hä? Das heißt, das ist wirklich die Bank? Wollt ihr mich verarschen? Ah, nein, hier, die Tür neben dem Hühnerhaus meint er, okay. Das da drüben war aber auch ein Hühnerhaus. Muss ich ja da mal ganz ehrlich sagen. Ah, da steht auch ein richtiges Bett, wollte doch sagen. Das wäre auch gelacht hier. Ich meine, wir müssen mal zwar gar nicht so lange schlafen, aber hey, wir schlafen mal... okay, wir können nur maximal 12 Stunden schlafen. Das ist natürlich doof. Eigentlich kann ich... Ich sag ja, man kann nicht ewig schlafen. Das geht dann leider doch nicht. 12 Stunden ist das Maximum. Ah, okay, ich meine, den Rest können wir im Notfall auch warten. Wie gesagt, das Problem ist halt immer, wenn das am nächsten Tag um Mittag losgeht,
habe ich halt das Problem, ich weiß halt nicht, ob wir jetzt, wenn wir jetzt zu dem Jäger gehen, ich meine, es war was, 19 Uhr, wenn wir jetzt zu dem Jäger gehen, ob wir dann seinen Auftrag bis zum nächsten Tag um 12 erledigt kriegen. Wahrscheinlichkeit ist hoch, ja, aber man weiß es halt nie. Ich meine, ich hätte natürlich auch erstmal fragen können, aber was ist, wenn der Auftrag dann auch wieder irgendwie zeitlich begrenzt ist? Dann sieht es nämlich plötzlich doof aus, ne? Weil dann habe ich einen zeitlich begrenzten Auftrag, den ich machen muss, weil mir sonst der flöten geht. Aber wenn er zu lange dauert, geht mir der andere zeitlich begrenzte Auftrag flöten. Wie gesagt, das ist halt immer das, was ich... Ich mag es ja, so eine zeitlich begrenzten Aufträge auch durchaus. Oder so eine zeitlich begrenzten Sachen. Wie gesagt, da muss man eben auch ein bisschen planen. Das finde ich ja an sich ganz gut. Das Problem ist halt, wenn man nicht weiß, ob es noch mehr oder ob die anderen Aufträge auch zeitlich begrenzt sind, dann wird es halt immer ein bisschen schwer. So, erstmal waschen. Gibt es hier eigentlich auch was zu essen, wenn ich hier schon bezahlt habe, Freunde? Weil ich glaube, ich brauche wieder was. Kommen, Heinrich. Dach. Was zu essen hätte ich ja jetzt schon gerne, Freunde. Hallo. Ah ja, sie macht was zu essen. Sehr gut. Dim, dim, dim. So, dann mal wieder nach oben, nach Talmberg. Und dann wahrscheinlich, würde ich sagen, warten wir den Rest des Tages einfach noch ab. Dim, dim, dim. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, ich meine, wenn ich Querfeld einreiten habe, ich vermute mal, dass meine Gegner... Obwohl, vielleicht, wenn die clever machen, ne? Wenn die clever sind, gehen die vielleicht auch Querfeld ein. Ich gehe gerade vollkommen falsch, oder? Ja, aber ich habe hier die Brücke gerade irgendwie nicht gesehen. Wenn meine Gegner clever sind, gehen die natürlich auch Querfeld ein. Ich komme hier doch aber locker rüber. Gehen die natürlich auch Querfeld ein. Ich gehe mal davon aus, dass die auf dem Weg bleiben. So blöd das klingt. Ich meine, es ist eine Annahme, die nicht zwingend stimmen muss. Das gebe ich gut und gerne zu. Das Problem ist, ich weiß halt jetzt noch nicht, wo es hingeht, ne? Sonst könnte ich mir jetzt vielleicht schon... Das wäre halt schön gewesen, wenn ich jetzt schon wüsste, wo es hingeht, könnte ich mir vielleicht eine Route bilden auf der Karte, aber, ja. So einfach ist es dann leider doch nicht. Es wäre wahrscheinlich auch zu einfach, wenn man sich vorher schon die Route zurechtlegen dürfte. Ich will halt, was ich halt nicht machen will, ist während des Rennens die Karte zwingend aufschlagen, muss ich sagen, weil das ist halt etwas, was meiner Meinung nach dann ein bisschen... Oh, guck mal, die stehen da schon. Was da meiner Meinung nach ein bisschen gegen die Logik geht. Ich werde ja nicht... Ah, ich könnte auch mit meinem Pferd reiten, das ergibt auch keinen Sinn. Wenn ich ein schnelleres Pferd hätte. Ja, ich könnte halt zwischendurch auch auf die Karte gucken. Da ja das Spiel gestoppt wird, während ich auf die Karte gucke, wäre das ja kein großes Problem. Das Ding ist halt bloß, das fände ich halt dann wiederum unlogisch. Da hätte ich dann keine große Lust drauf. Alter, wie die Markierung hin und her springt, weil die auf das Pferd deutet. So, dann warten wir jetzt mal noch ein bisschen bis um 11. Ich meine, er hat mittags gesagt, das ist eigentlich um 12, aber ich warte mal ein bisschen, ein bisschen kürzer. Dann passt das schon. Ich meine, ich bin gerade am Überlegen, ob ich mich einfach leichter machen soll. Weil ich meine, selbst wenn es nicht klappt, selbst wenn es nicht keinen Einfluss auf das Pferd hat, Schaden tut es mir auch nicht. Weil ich glaube jetzt nicht, dass wir zwischendrin überfallen werden. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wisst ihr was, ich glaube, ich mache das. Ich habe doch auch Reiterstiefel noch, ne? Ich meine, die würden ja passen. Pass auf, ich mache das. Ich weiß halt nicht, ob es was bringt. Die Beinlinge lasse ich aber mal, aber hier ziehe ich mich mal ein bisschen aus. So, ich meine, den Gambeson kann ich anlassen. Hatte ich nicht hier irgendwo Reiterstiefel? Oder habe ich die schon wieder verkauft? Da sind die Reiterstiefel, sehr gut. Ich meine, ich kann auch einfach das Hemd anziehen. Ne? Oh, ich habe die Handschuhe noch an. Das sieht natürlich ein bisschen komisch aus. So. Ich meine, ich kann die dicke Hose noch ausziehen. Die gepolsterten Beinlinge. Ich meine, bin ich jetzt super leicht, oder? Meine Geschwindigkeit müsste jetzt höher sein. Geschwindigkeit ist 31. Ah, nee, okay. Die Geschwindigkeit hat tatsächlich nur Einfluss bei der Menge, die ich dabei habe. Ist da was? Dann machen wir es anders. Dann will ich mal Folgendes probieren. Wenn ich das reinpacke. Nee, das scheint auch nichts zu bringen. Okay, wodurch wird denn dann meine Geschwindigkeit definiert? Mal ganz blöd gefragt. Wenn ich das Ding anziehe, bin ich trotzdem noch genauso schnell. Ich lasse es jetzt so. So, mein Gott. Hallo Heinrich. Tag. Kann ich einfach von hier oben mit dir reden? Oder bin ich zu früh? Muss ich jetzt absteigen? Echt? Sei gegrüßt. Was brauchst du?
Okay, nee, ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Okay, wisst ihr was, ich ziehe mich dann doch wieder um. Das scheint keinen Unterschied zu machen auf die Geschwindigkeit. Schade. Weiß gar nicht. Ich dachte, das hätte einen Unterschied gemacht, was ich anhabe auf meine Geschwindigkeit, aber scheinbar nicht. Okay. Dann halt nicht. Die Geschwindigkeit, jetzt geht die Geschwindigkeit runter, okay. Ah, muss man schon echt eine Menge anziehen, scheinbar, damit die Geschwindigkeit runtergeht. Ach so, weil das Ding wahrscheinlich 14 wiegt, ne? Na gut, okay, dann lassen wir es doch so. Die können wir ja anlassen. Die Kettenhaube passt halt nicht. Lassen wir es halt doch so. Ich glaube, viel schneller werden wir dann auch nicht. So, dann warten wir noch ein ganz kleines bisschen. Dann geht es scheinbar wirklich erst um 12 los. Aber ja, okay. Also, das mit der Geschwindigkeit stimmt auf jeden Fall. Aber es ist deutlich weniger, scheinbar deutlich weniger von der Kleidung selbst abhängig. Ich vermute mal ganz stark, dass es hauptsächlich von unserem Vitalitätswert abhängt. Dass es hauptsächlich von unserem Vitalitätswert abhängt, wie hoch unsere Geschwindigkeit ist. Geht's jetzt los hier? Divisch. Ich bin da. Wir können loslegen. Meine, wo könnte denn was stehen? Ich kann ja schon mal auf die Karte gucken. Eine U-Schütze vielleicht? Hier unten vielleicht? Vielleicht so U-Schütze darüber? Aber da durch den Wald? Ich meine, bei U-Schütze könnte man vielleicht irgendwie abkürzen, aber ja, wird schwer. Ich glaube, ich bleibe auf den Wegen. Ah, jetzt geht's los. Willkommen! Ich heiße euch alle zum kann nicht nach vorne gucken. Altenberger Pferderennen willkommen, bei dem die besten Reiter und Gestüte der Gegend um den ersten Platz kämpfen. Kann ich bitte nach vorne gucken? Schicksal und Glück verhelfen heute niemandem zum Sieg. Nur Pferdeverständnis, Landschaftskenntnis und ein scharfer Verstand. Aber genug der Worte. Werte Teilnehmer, macht euch bereit. Achtung! Fertig! Los! Okay, dann mal los. Gibt es eigentlich gar keine Questmarkierung? Ah, es gibt eine Markierung für mein verdammtes Pferd. Okay, aber U-Schütze weiß ich ja ungefähr. Die Kühe, die immer reinploppen. Vor allem, die ploppen immer so rein, als ob sie... Ich habe einen guten Start auf jeden Fall schon mal erwischt. Die ploppen immer so rein, als ob sie... Als ob sie vom Himmel fallen würden. Okay, U-Schütze weiß ich ja ungefähr, wo das ist. Ich meine, da habe ich ja noch eine Questmarkierung. Aber irgendwie scheint... Das muss ein Bug sein. Ich glaube, eigentlich kriegt man eine Markierung, wo man hinreiten muss. Ich glaube, das liegt daran. Ich glaube, ich habe es vorhin verbuggt, als ich... ist das richtig? Ich sollte vielleicht die anderen vorlassen. Die haben vielleicht eine Ahnung, wo es lang geht am schnellsten. Ich glaube, ich habe es vorhin verbuggt, als ich... hier lang. Als ich aus Versehen vom Pferd abgesessen habe. Na gut, dann muss ich das so hinkriegen. Ich meine, U-Schütze habe ich ja glücklicherweise eine Markierung. Ganz ehrlich, im Notfall mache ich mir dann aber auch eine Markierung auf der Karte. Das muss ich dann ganz fairerweise so sagen, weil das ist dann einfach nur fair, weil ich glaube, also ich bin mir nicht 100% sicher, ich meine mich zu erinnern, dass man eine Markierung auf der Karte hatte, also oder auf dem Kompass zumindest, damit man so ungefähr die Richtung wenigstens weiß, weil man ja auch nicht 100% weiß, wo der Baum steht, ne, von dem man das Band holen muss, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt, aber okay, ich meine, wir scheinen noch recht gut vorne zu sein, ich habe keine Ahnung, wo die hinter mir sind, ich habe halt blöderweise keine Rückspiegel, müsste man mal an den Ohren anbringen, ey. Ich hoffe, ich weiß halt nicht, ob ich die schnellste Strecke jetzt auch geritten bin, muss ich halt auch fairerweise sagen. Bin halt einfach nur ungefähr geritten. So, das Ding ist, man muss einfach nur schnell vorbei, dann hat man's. Ah ja, guck mal, da kommen die anderen. Wo jetzt? Halt, lasst mich vorbei, Freunde. Okay, wo jetzt hin? Die Mühle bei... Oh ja, ja, ist das nicht dort, wo wir Timmy getroffen... Nee, wo wir Timmy zum ersten Mal gesucht haben, die Mühle bei Merhoyet. Okay, Merhoyet liegt irgendwo im Westen. Das weiß ich. Die Mühle ist, glaube ich, da, wo wir... Ja, genau, wo wir die Freundin... die Schwester von Timmy getroffen haben. Das ist, glaube ich, die komische Mühle, ne? Dann gucken wir mal, wie lange noch ist. Also das sollte ich ja hinkriegen. Ich glaube, solange ich mich halbwegs auf den Wegen halte, sollte das gehen. Ich meine, um, ich glaube, am schnellsten nach Merhoyet zu kommen, muss ich eh an Talmberg vorbei, gehe ich jetzt mal stark von aus. Deswegen ist, glaube ich, erstmal ganz sinnvoll, den Weg einfach wieder zurückzulaufen. Warum ist da ein Kloster-Typ? Ja gut, sei mir mal jetzt egal. Ich glaube, da sind wir eher am schnellsten, wenn wir einmal an Talmberg wieder vorbeireiten. Shit, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Links. Ich riskiere es jetzt. Ach, scheiß drauf. Ich weiß, wir müssen nach Westen, ganz ehrlich. Wie gesagt, mit einer Markierung würde ich es jetzt vielleicht riskieren. Irgendwo in die Richtung, weiß ich. Aber ich weiß es nicht genau. Da vorne, das ist die Mühle. Man sieht sie wenigstens. Sehr gut. Jetzt kann halt bloß das passieren. Bei Talmberg ist ja blöderweise ein Fluss. Jetzt kann es uns halt blöderweise passieren. Und da hoffe ich jetzt einfach mal nicht drauf, dass wir jetzt ein Problem... Ah ja, da ist die Burg Talmberg, guck mal.
dass wir jetzt keine Brücke finden. Das wäre schlecht. Runter da. Ich weiß, dass hier irgendwo... Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die anderen mich schon überholt haben. Das ist das Problem. Ich weiß, hier irgendwo gibt es eine Brücke. Irgendwo. Da. Sehr gut, dann habe ich die nämlich auch erwischt und dann jetzt auf zur Mühle. Hier durch. Wo ist sie denn jetzt? Ich reite jetzt querfeldein, wie gesagt, weil ich keine Markierung habe. Ich verlasse mich jetzt so halbwegs auf meinen Instinkt. Auf meinen Orientierungsinstinkt. Ich dachte, man hätte eine Markierung gehabt. Irgendwo hier war doch die blöde Mühle. Ich muss sie doch mal langsam wieder sehen. Die habe ich, gerade habe ich sie doch noch gesehen. Oh shit, da kommen Büsche. Ah, shit, nein. Komm rüber. Okay, ich muss eben ein bisschen Pause machen. Irgendwo hier muss sie sein. Ah ja, da ist sie. Hinter dem Fels, Hügel. Oh oh. Okay, das war knapp. Ich dachte, da bleiben wir jetzt hängen. Okay. Ich habe halt keine Ahnung, ob wir jetzt vorne liegen. Ah, ich glaube, das ist das Ding, oder? Shit. Das war zu viel gewollt. Aber gut, ich habe ein bisschen die Ausdauer nochmal hochgepumpt. Kann ja auch nicht schaden. Ist das das Ding? Das ist das Ding. Zack. Und jetzt? Oh, da kommen sie alle her. Wo jetzt hin? Wieder Thalmberg? Okay, wieder Thalmberg. Steinbruch von Thalmberg. Okay. Da weiß ich, wo der ist. Der ist links von Thalmberg aus unserer Richtung jetzt. Da reite ich jetzt genau gerade drauf zu. Ich muss halt über die Brücke, ne? Ah, guck mal, da kommt noch einer an. Ah, ja gut, ich meine, wir müssen das Rennen gewinnen. Von daher ist uns egal, wo der Letzte ist. Also, soweit ich es gesehen habe, waren noch welche hinter uns. Die Frage ist halt, ist einer vor uns jetzt inzwischen? Wie gesagt, das Querfeldein hat uns halt ein bisschen Zeit gewonnen. Aber dadurch, dass ich an manchen Stellen ein bisschen hängen geblieben bin, habe ich wieder Zeit verloren. Ich wusste halt jetzt nicht, wo der beste Weg tatsächlich ist. Scheiß drauf. Ich glaube, wir schaffen mit einem Sprung... Nee, warte, ist es nicht sowieso hier? Hier kommen wir doch sowieso auch irgendwo über den Fluss. Ich erinnere mich, da sind wir doch damals, als wir vom Kloster kamen, langgeritten. Da gibt es doch auch irgendwo eine Brücke. Da muss ich nicht erst zurück zu der anderen Brücke reiten. Ich erinnere mich. So, aber wo ist jetzt das Band? Da. Und flop. Und jetzt wieder zurück nach Thalmberg, 3 Stück. Bitte sag mir, dass es zurück nach Thalmberg geht. Ja, okay. Da weiß ich ja erst recht, wo ich lang muss. Okay, keine Ahnung. Aber ich meine, ich sehe keinen vor mir. Das heißt, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir gut dabei sind. Ich gehe da jetzt mal ganz stark von aus. Bitte. Please. Let me be close. Also, nicht close, sondern first. First wäre ich gerne. Erster. Reite ich hier richtig gerade? Shit. Ah ja, doch. Ich bin noch richtig. So. Und jetzt einfach nur links hier den Felsen hoch. Und hepp. Und da wären wir. Habe ich gewonnen? Ist noch keiner da? Hallo Heinrich. Okay. Habe ich gewonnen? Oder bin ich so spät, dass die anderen schon alle zurück sind? Und wieder gegangen sind. Ah, ich habe gewonnen, okay. Und da kommt unser Gewinner. Beeindruckendes Rennen, Heinrich. Und auf einem Neuhofer Pferd. Ich muss wohl doch überdenken, wo ich meine Rösser erwerbe. Du wirst also bei Sora deine Pferde kaufen? Ich wäre verrückt, täte ich es nicht. Du hast mir den Wert ihrer Pferde bewiesen. Bitte überbring ihr die Nachricht und meine Grüße. Hab Dank, mein Herr. Ich überbringe ihr deine Nachricht. Okay, dann würde ich mal sagen... Okay, sorry, da musste ich ganz kurz, mal ganz kurz unterbrechen. Da ist mir noch ganz kurz was dazwischen gekommen. Gut, aber wir haben es hingekriegt. Soll ich jetzt eigentlich mit Zoras Apfelschimmel zurückreiten? Erstmal will ich mich wieder normal anziehen jetzt. Ich würde sagen, wir erledigen das jetzt gleich. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das vielleicht mit irgendeiner Quest kombinieren kann. Aber ich wollte... Ganz ehrlich, ich würde sagen, wir reiten jetzt gleich zurück. Ich ziehe mich aber bloß noch wieder um, weil, ganz ehrlich, ich mag dann doch meine normale Kleidung irgendwie lieber. Wenn ich ganz ehrlich bin, die waren ja an. Oh, warte.
Meine Ketten... Ja, ich habe die edle Kettenhaube. Genau. Das... War das alles? Ich glaube, das war alles. Jupp. Dann einmal zurück und dann nutzen wir jetzt einfach die Schnellreise. Ich meine, das Pferd sollte ich nicht hier stehen lassen. Das ist ja noch nicht seins. Noch hat das ja nicht gekauft. Wir müssen dann auf jeden Fall bei dem Jäger mal vorbei, aber das machen wir dann. Wir kommen ja eh nochmal nach Thallenberg zurück, wenn wir nochmal mit Divish über Pribislawitz reden wollen. Aber wie gesagt, da möchte ich, das möchte ich jetzt nicht am Ende der Folge noch machen. Sondern wir machen jetzt erstmal zurück nach Neuhof. Und da werden wir dann, ja... Erstmal unsere Belohnung. Vielleicht kriegen wir ja einen neuen Sattel oder so als Belohnung. Das wäre ganz cool. Ich meine, ich brauche nicht zwingend Geld als Belohnung. Ich hätte halt gerne einen neuen Sattel oder gleich ein neues Pferd. Ja, aber ein neuer Sattel wäre auch ganz cool. Oder generell neues Zaumzeug fürs Pferd. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum unser Sattel kaputt ist. Ich wusste gar nicht, dass der kaputt gehen kann. Und ich weiß auch nicht, was das bedeutet, dass der kaputt ist, jetzt, um ehrlich zu sein. Aber okay. Und dann muss ich auch wieder was essen jetzt. Na gut. Ich glaube, es wird auch langsam Abend. Ist wahrscheinlich ganz gut, wenn wir dann bei der Taverne vorbeischauen, denke ich. Dann, wenn wir dann als nächstes bei der Taverne vorbeischauen und dort uns eine Nacht... Oh Gott, jetzt pisst es hier. Heinrich. Wo gucke ich denn hin? Ah, alles klar. Ja. Ich weiß immer noch nicht, warum immer noch das B markiert ist. Ich hoffe mal, das geht wieder weg, sobald die Quest jetzt abgeschlossen ist. Ich habe halt die Vermutung, dadurch, dass ich mich so abgesetzt habe von dem Pferd... Und wieder aufgesetzt habe an der einen Stelle, als wir es nach Thallenberg bringen sollten, dass ich das irgendwie so ein bisschen verbuggt habe und wir deswegen auch keine neue Markierung gekriegt haben. Bisschen doof, aber okay. Wie gesagt, weil ich meine mich zu erinnern, dass eine Markierung war. Oder ich habe eine Markierung selbst gesetzt, das kann auch sein. Kann ich nicht ausschließen. So, und zwar... Beim Pferderennen war einiges los. Es ist vorbei? Dann sag schnell, wie ist es gelaufen? Nicht gut. Es war furchtbar. Sora, mach dich aufs Schlimmste gefasst. Mutter Gottes, was soll ich bloß tun? Du wirst ab sofort richtig anpacken müssen. Herr Divish möchte deine Pferde kaufen. Alter Heinrich. Du Ratte, ich sollte dir den Hals umdrehen. Du kannst mich erstmal angucken. Nicht mit Frauen meines Alters. Glückwunsch, Sora. Dank, Junge. Wie kann ich mich nur erkenntlich zeigen? Warte, ich weiß. Du bekommst den besten Sattel der ganzen Provinz. Smil ließ ihn in Kuttenberg anfertigen. Großartig, danke. Hab vielen Dank, Sora. Ich habe zu danken, Junge. Nice, edel. Oh, mit 4 Taschen. Das heißt, mein Pferd kann auch mehr, kann jetzt auch mehr tragen. Das ist doch cool. Sehr gut. Das ist unter Sonstiges, oder, das Ding? Ich muss das ja erst wieder in die... Oder ist das unter Rüstung? Ah, ist unter Rüstung. Okay, in die Satteltaschen. Und dann kann ich es jetzt anlegen. Der ist jetzt wenigstens auch... Ich würde halt gerne wissen, was bedeutet denn, wenn Haltbarkeit Zustand auf 0% ist. Keine Ahnung. So, dann legen wir das Ding mal an. Ja, guckt mal. Unsere Kapazität hat sich fast verdoppelt jetzt von unserem Pferd. Und der sieht halt auch ganz cool aus. Das macht sich gut. Also das Grün macht sich gut mit dem Rot. Ich bin halt echt am Überlegen, ob wir vielleicht bald mal ein neues Pferdchen kaufen, aber... Ich weiß gar nicht, wodurch wird denn der Mut gesteigert? Durch das Zaumzeug auf jeden Fall. Und vielleicht auch, kann das sein, dass es vielleicht auch durch unsere Sporen gesteigert wird? Wenn ich die mal ablege. Ja, die Sporen erhöhen auf jeden Fall auch den Mut. Ich weiß nicht, was noch den Mut erhöht, aber okay. Sehr schön, damit haben wir das geschafft. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder von dieser Folge. Hä? Ich habe Zoras Pferd zurückgebracht. Okay, keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube, ich habe das aus Versehen ein bisschen verbuggt an der Stelle. Aber gut, das passiert. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal... Bebels, wo bist du? Ah, guck mal. Ich würde sagen, beim nächsten Mal, wie gesagt, werden wir als erstes mal in die Taverne gucken. Mal schauen, ob wir vielleicht da einen Auftrag kriegen, weil da waren wir auch noch nie. Und werden dann von der Taverne aus weiter in Richtung Uschütze machen. Uns da mal um die... Ja, oder wir machen erst nach Thallenberg, muss ich mal gucken. Ich würde erstmal nach Uschütze, weil wir den Auftrag schon lange haben und ich den mal gerne langsam angehen würde. Ich glaube, wenn wir den bis jetzt nicht verloren haben, wird er nicht groß auf Zeit ankommen, aber ich würde das trotzdem ganz gerne machen. Wenn wir damit fertig sind, wird es dann nach Thallenberg gehen, da werden wir da die beiden Kleinigkeiten erledigen. Ich würde sagen, wahrscheinlich erst den Jäger und dann die Sache mit Pribislawitz. Wenn wir mit der Sache mit Pribislawitz fertig sind, geht es nach Merhujet für die Geschichte um die...
um den letzten Willen. Und dann geht's nach Sasau, oder beziehungsweise dann erstmal nach Ledetschko, weil wir in Ledetschko dann die Sache für den Herrn Hans erledigen wollen und dann nach Sasau, wo wir dann vielleicht auch endlich unser Schwert mal hergestellt kriegen. Aber ich würde sagen, wie wir das alles angehen, wir haben echt viel zu tun, das habe ich ja gesagt, aber das seht ihr alles in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, ciao.